Warum tut Wahrheit manchmal so weh? Weil man einfach eine andere Erwartung hatte. Von daher sind es oft die falschen Erwartungen, die wehtun, nicht unbedingt die Wahrheit. Klingt jetzt irgendwie so, als wäre Wahrheit was Negatives. Ich finde, Wahrheit ist was total Gutes. Ich weiß aber auch, dass ich in der Vergangenheit bequeme Lügen genutzt habe, um irgendwie Konfrontation zu vermeiden, was halt trotzdem Unwahrheiten sind. Und das ist, glaube ich, eine Schwäche, diese Konfrontationsangst, dass man zur Unwahrheit hingerissen wird, nur weil man die Konfrontation scheut.